super spektakulärer Startcrash. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beamish Drive. Ja, wir befinden uns, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, auf dem Laguna Seca, Mazda Laguna Seca Raceway. Was nehmen wir denn für einen Wagen? Wir haben leider keinen Mazda, deswegen nehmen wir einfach mal, wir nehmen mal unseren Renault 5 Turbo. Und ja, das ist schon die dritte Folge hintereinander, auf jeden Fall die zweite Folge hintereinander, in der wir ein Thema zum Besprechen haben. Heute habe ich wieder ein kleines, und zwar, ja, ich weiß nicht, wie viele das jetzt von euch mitbekommen haben, aber Hatred. Hatred, ich weiß gar nicht, was auf Englisch heißt, keine Ahnung, vielleicht irgendwie Hass erfüllt oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, Hatred ist ein polnisches Spiel, das im zweiten Quartal 2015 erscheinen wird, und ja, das ist das Konzept des Spiels. Also da ist jetzt halt eben eine riesen Kontroverse jetzt drum entstanden und natürlich auch viel Kritik, aber man kann ja eigentlich sagen, jede Publicity ist gute Publicity, ne? Weil das natürlich auch für Aufsehen sorgt. Ja, das Spiel ist halt eben ziemlich kontrovers, und ich meine, dagegen ist GTA oder Dead Island oder wie sie alle heißen, die ganzen kontroversen Spieler. Dagegen ist das nichts. Ich will jetzt mal kurz einen Trailer einblenden. Also wer den jetzt nicht sehen will oder ein Problem mit übermäßiger Gewalt hat, wird bitte 1 Minute 40 nach vorne spulen. Danke. Bis gleich. My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. It's time for me to kill, and it's time for me to die. My genocide crusade begins here. So, ja, also erstens ist mir aufgefallen, wie komisch diese Figuren hier aussehen. Interessant. Jedenfalls, das ist schon ziemlich krass, finde ich. Wie ihr seht, das einzige Ziel dieses Spiels ist es, Leute zu töten. Also das ist der Sinn und Zweck dieses Spiels. Das ist sozusagen, wenn man so einen Simulator-Titel finden würde, wäre es der Amoklauf-Simulator. Und ja, das geht ein bisschen zu weit, meiner Meinung nach. Also ich bin ja einer, der hat eigentlich kein Problem mit übermäßiger Gewalt in Spielen oder Filmen. Ich vertrage das. Ich meine, wenn es auch einen Sinn hat, dann ist es für mich auch nicht schlimm. Aber jetzt hier bei Hatred ist das ein bisschen sehr Overkill. Ich meine, wirklich, man startet dieses Spiel, zu welchem Sinn? Dass man jede Menge Zivilisten erschießt. Und vor allem jetzt die Gaming-Branche, wir versuchen ja sozusagen so aus diesem Psychopathen-Image, das uns gerne Leute wie RTL und so, also Fernsehsender wie bei RTL und ich weiß nicht, Bild bestimmt auch, gerne aufzwängen wollen, dass wir alle psychisch krank sind und Massenmörder und so. Und dann kommt da so ein Spiel und macht eigentlich so gut wie die ganze Arbeit, die wir jetzt gemacht haben, kann es schon wieder hinmachen. Und das ist einfach Dummheit. Warum? Ich meine, dieses Spiel, ich will jetzt niemanden verurteilen, der sich dieses Spiel kaufen will. Es ist kein Spiel für mich. Also ich hatte bei dem Trailer, es fühlte sich schon komisch an, das zu gucken. Nicht im Sinne von irgendwie übel, sondern aber so, ja, das hört sich jetzt so ein bisschen dramatisiert vielleicht so.
ja schon so leicht schockiert, was man für ein, was die Leute da für ein Spiel machen. Ich meine, das ist echt ein bisschen krank. Ich meine, man macht ein Spiel nur, um Leute zu killen. Ich meine, wenn man das in GTA mal so ein bisschen rumballert, ist ja eine Sache, das ist nicht der Hauptinhalt des Spiels. Aber das Spiel, was ist der Inhalt? Du tötest Leute. Und ich meine, ja, ich will jetzt nicht die Hintergründe erfahren. Also klar, warum man dieses Spiel macht. Ich denke mal, also entweder sind die Entwickler ein bisschen krank oder einfach, sie wollten damit Publicity und sowas, wenn sowas Publicity kriegt, dann verkauft sich sowas natürlich. Also das könnte auch so gesehen Schlagzeugen. Ich will, sie sind auf jeden Fall nicht dumm, die Typen. Wir wissen, was sie machen müssen. Aber diese stellen es jetzt als alles so als Scherz hin und so, soll man nicht ernst nehmen. Ja, tut mir leid, wenn das Spiel aber ernst gemacht ist, das ist nicht wie Postal, wo man jede Menge Scheiß machen kann. Das Ding ist einfach nur darauf getrimmt, dass man einen Amokläufer spielt. Einfach alles umbringt, was läuft. Und es geht echt ein bisschen zu weit. Sie könnt mir gerne auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint, aber ich finde das auf jeden Fall, ja, wie gesagt, etwas fragwürdig, was sich die Entwickler dabei gedacht haben und was sie dazu machen. Ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt, etwas krank, wie ich finde. Aber jedenfalls, wenn ihr, wie gesagt, falls ihr spielen wollt oder so, werde ich euch jetzt nicht als psychisch krank herstellen. Es ist immer noch die Frage, was man dabei findet. Es ist klar, es sind virtuelle Menschen, es sind eigentlich nur ein paar Pixel und ein paar Programmzeilen. Aber so, es stellt eben schon Menschen dar. Und ich meine, wenn man einfach so Zivilisten abknallt und das einfach noch in brutalster Art und Weise, dann, ja, sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, was an diesem warum man das denn tut. Jedenfalls, ich will jetzt nicht irgendwie auf dem Spiel drauf rumhaken. Eigentlich hatte ich vor, die ganze Folge drüber zu reden, aber mir fällt jetzt nicht ein, was ich dazu sagen sollte. Wechseln wir das Thema zu Formel 1 2014, das hier heute rauskam. Ich habe es natürlich sofort geholt. Und es gefällt mir bisher auch ganz gut. Es ist, ich hatte ja Formel 1 2012, war ja mein letztes. Dieser Wagen fährt sich irgendwie ziemlich scheiße hier drauf. Drift King, Arab Drifting. Und da ist jetzt unser Reifen kaputt. Ich glaube, ja, und es fährt sich, also von 2012 zu 2014 ist halt eben schon ein großer Sprung. Grafik-Engine ist natürlich alt, Grafik ist nicht mehr so geil, aber es spielt sich halt eben schon schön. Ich wusste gar nicht, zum Beispiel, dass jetzt in Saison 2014 gar kein Curse mehr gibt. Ich fand das voll schade, ich mochte das Curse. Das Earth, das neue. Oder ERS, wie man es auch immer aussprechen will. Warte, das heißt doch Energy Recovery System, ne? Ja, genau. Das Curse war Kinetic Energy Recovery System und das ist jetzt das Energy Recovery System. Ja, das finde ich schade, dass es weg ist. Das macht ein bisschen die Spannung kaputt. Aber dafür hat man Windschatten, scheint jetzt mehr Einfluss zu haben. Ich weiß nicht, ob das durch das Earth kommt, das hier automatisch ausgelöst wird. Aber ja. Auf jeden Fall, das macht mir auf jeden Fall ziemlich Spaß. Ich werde dazu, denke ich mal, auch Videos machen. Na klar, ich werde dazu Videos machen. Ich weiß nur nicht wann. Also frühestens übernächste Woche. Wahrscheinlich ist er denn. Also ich versuche ja mit dem Sturz-YouTube ein Video, also eine Koop-Saison zu spielen. Ich weiß noch nicht genau, wie das klappt. Wie gesagt, habe ich ja schon mal in dem Video Denas Geheimpläne darüber geredet, dass sie ja eigentlich zusammen machen wollen. Und der ist ja gerade in Kalifornien, Florida oder Kalifornien? Ich glaube Florida, er ist in Florida gelandet. Das weiß ich. Und da weiß ich halt eben jetzt nicht genau, wie das jetzt ablaufen wird. Vielleicht werde ich mit dem Sturz hier machen, vielleicht aber auch nicht. Aber, ja, wir werden auf jeden Fall spätestens, wenn Formel 1 2015 rauskommt, es wissen. Und ja, warte mal, du sagtest schwarz, weiß oder blau. Also viele haben, glaube ich, für blau gestimmt. Es war relativ gleich und wir bleiben jetzt mal bei weiß. Sag mal, blei, genau. Was findet ihr da am geilsten? Also weiß finde ich ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Oh. Ja, und da haben wir jetzt natürlich, also wie gesagt, sobald es Infos gibt, werde ich euch natürlich weitestgehend, oh shit, informieren. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass es zu einem Let's Play mit dem kommt. Aber ich kann natürlich wie immer nichts versprechen, wenn es um sowas geht. Was ich aber machen kann, ist nachgucken, ob er online ist. Nö. Da. Vor einem Tag. Gut, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Jedenfalls, gut. Habt ihr euch den Formel 1 2014 gekauft? Ich meine, wenn ja, dann könnte man ja irgendwann so ein Event machen. Zum Beispiel, dass man so mal wieder mit ein bisschen Abonnenten spielt und Zuschauern. Das wäre auch mal ganz lustig. Also könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie daran euer Interesse ist. Oh, fuck. Komm. Klemm mir da drin. Ja. Ja, also irgendwie bin ich gerade richtig scheiße am Fahren, aber auch, weil ich jetzt gerade Formel 1 gewöhnt bin. Wie gesagt, heute ist wieder eine Mehrfahrfolge.
wieder Crash wird es wieder in den nächsten Folgen bald geben. Ich muss ja sowieso vorproduzieren und so. Ja. Hier geschmeidig ich in die Kurve. Man rutscht natürlich schon bei 120 weg. Das ist schon ein bisschen krass, finde ich. Warte, gegen das kann er gegen crashen, ne? Ne, gegen das da? Okay, das war ein anderer. Ich meinte eigentlich gegen dieses Teil da hinten, aber... Ach, hier war ein unsichtbares. Genau, so war das doch. Ja, wie gesagt, habt ihr Formel 214, findet ihr es gut, findet ihr es schlecht, findet ihr es neutral, das kann man eigentlich gar nicht finden. Aber zum Beispiel so, ich hatte ja wie gesagt kein 213er und so, das ist eine schöne Abwechslung für mich. Auch mal wieder ein neueres zu haben, 215 werde ich mir natürlich auch holen, ich denke mal, ich werde mir das jetzt jährlich holen, so wie FIFA. Und ja. Wupp. Es gab hier in der Umfrage auch relativ viele Votes dafür, aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall Videos drüber machen. Weiß nur nicht jetzt, ob in einem Together, sprich, beziehungsweise in einer Koop-Saison. Das werden wir alles noch später herausfinden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bitte eure Meinungen einfach in die Kommentare zu Hatred, Formel 1 2014 und so weiter und so fort. Und ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.